Wir gucken uns heute mal an, warum sehr viele Männer, bestimmt 2/3 oder so, bereits vor und dann auch während der Beziehung zum Fußabtreter für Frauen werden. Und wir schauen uns dabei mal an, was ein Psychologe zum Thema zu sagen hat. Das ist Sean Smith, ein Bestsellerautor, der mehrere äußerst spannende Bücher für Männer und für Frauen geschrieben hat, darunter auch das Standardwerk The Tactical Guide to Women, sehr lesenswerter Stoff übrigens. Auf seinem YouTube-Kanal hat er auch ein paar ganz gute Videos zum Thema, unter anderem, warum du als Mann unter keinen Umständen eine Feministin daten solltest. Wir gucken uns aber ein anderes Video an, in dem es um die folgenschwere Happy Wife, Happy Life Mentalität geht. Ja, ich habe im Video die Übersetzungen hinzugefügt und kommentiere dann noch an ein paar Stellen, wo ich es für nützlich halte. Because we're only halfway through the year and already I've met probably half a dozen guys who are what my father would have considered whipped. Their decision making is dominated by their wives and girlfriends. And over the course of my career, I've met probably dozens of men who are so tyrannized by their wives that they can't have the friends that they want, they can't say what they want, they can't even run their careers the way they want. I knew a guy recently who was up for a great promotional opportunity, but it would have involved travel. And he knew that his wife would have had such a tantrum about the idea of him being out of town that he just skipped it altogether. And a lot of times it's guys like this, guys who are smart and motivated and successful, that are not living the lives they want to live. Ja, das sieht man in der Tat recht häufig. Auf der einen Seite gravitieren Frauen zu Erfolgsmännern, scheinen aber nicht wirklich zu begreifen, dass eben genau dafür sehr viel Aufwand vonnöten ist, beziehungsweise dass sie lieber sich in den Mittelpunkt rücken wollen, sodass sich Männer mies fühlen, wenn diese dann was für sich tun, wovon aber letzten Endes beide profitieren würden. Well, with most problems in living, you get there through a series of small decisions. And they're usually motivated by a belief, whether it's addiction or obesity or just being broke, you do the things along the way that get you there. And in this case, the belief that sits behind it is the belief that your wife should never be unhappy. On the surface, it sounds great because we're men and we're fixers and we want our wives to be happy. And there was even a study a few years ago that said that in the long term, men are happier when their wives are happy. Well, no shit, that's not rocket science. If you're gonna get married, you should marry somebody who's generally content and appreciative of their existence. But this belief that she should never be unhappy is a dangerous one. If you believe it, and if she believes it, then the two of you are going to act as if her happiness is the center of the universe, the most important consideration. But I can assure you that her happiness is not what makes the galaxy spin. If the two of you act on that belief, then it's going to evolve into this ungodly monster where the two of you think that she should never even be mildly uncomfortable. Absolut. Das ist gerade einer der fundamentalen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Für Frauen steht Bequemlichkeit im Zentrum und Männer wissen, dass Zeiten der Unbequemlichkeit dringend notwendig sind, um nämlich Einfluss auszuüben, Lebensstandard und auch eine Beziehung zu sichern. Und ja, wenn ihr Wohlbefinden dein Tun und Handeln diktiert, da wirst du ganz automatisch zum Fußabtreter und über kurz oder lang geht natürlich auch deine Anziehung verloren. Anyone who makes comfort the centerpiece of their existence is going to find a way to be chronically uncomfortable. So how do you escape this trap? Well, you get out the same way you got in, through a series of decisions. But this time the decisions, rather than being motivated by your fear, are going to be motivated by your values. They're going to be motivated by the question, what kind of man do you want to be in the world and in your relationship? Step one, obviously, is to be more authentic and assertive in the relationship. And this might be disorienting to her if you've taught her that you're not assertive and you're not authentic. So you might want to explain to her what you're going to change and why you're changing it. Step two is a little trickier because it has to do with dealing with the anxiety that shows up inside of you when she's uncomfortable. Because on the surface, this might look like a relationship problem, but I've never really seen a case where it wasn't more a problem of individual anxiety on the part of the man. And anytime you have an anxiety problem, the treatment is pretty straightforward. You can expose yourself to the trigger of that anxiety. So if you're afraid of riding elevators, for example, the cure is to ride elevators. And in this case, the trigger is her unhappiness, and so you expose yourself to her unhappiness. Not by tormenting her, obviously, but just allowing her to experience the normal, everyday disappointments and unhappiness that comes along, and knowing that you will get through it, you'll survive it, you'll come out the other side a little bit stronger.
Ja, auch hier gut analysiert, wie ich finde. Hinzufügen kann man vielleicht noch, dass alles, was hier gesagt wird, ja bereits vor einer festen Beziehung gilt, also in der Kennenlernphase. Auch hier willst du nämlich die Frau nicht in den Mittelpunkt deiner Aufmerksamkeit rücken, nicht immer gleich springen, wenn sie nach dir ruft und natürlich auch nicht auf ein Podest heben, weil sie vielleicht gut aussieht oder so. Und das heißt natürlich nicht, dass dir alles jetzt komplett egal ist, was sie fühlt und von sich gibt. Das wäre dann auch eher kindisches und vor allem unehrliches MGTOW-Gesülze. Denn allein eine Frau in deiner Nähe, die lässt dich ja bereits anders auftreten, ob du es willst oder nicht. Haben wir alles schon mal beleuchtet, dein Testo geht nach oben, deine Risikobereitschaft auch und so weiter. Sind also biologische Abläufe, gegen die du dich auch nicht wehren kannst. Aber auch hier, also vor der Beziehung, solltest du dein Handeln nicht nach ihrer vermeintlichen Glückseligkeit ausrichten. Wenn du das tust, dann landest du zwangsläufig in der Kumpelzone. Hören wir uns noch die abschließenden Worte an und was wahrscheinlich passiert, wenn du in deinen Beziehungen etwas mehr Kante zeigst. There are a couple of possible outcomes when you make a dramatic change like this in a relationship. One possibility is that she actually starts to calm down and become happier because her man is finally showing up. If you think about this from her point of view, no healthy woman wants an obedient doormat for a husband. A healthy woman wants an assertive, healthy man in her life. But the other possibility is that she's not quite that healthy and that her discomfort is going to be so intolerable to her that she's going to fight to regain 100% control over you and the relationship. And if that's the case, then it's going to be a rough transition and you might consider getting a psychologist on your side to help you through this. Jetzt geht er natürlich noch auf seine Expertise ein und an wen man sich vielleicht wenden kann, wenn man Eheberatung braucht und sowas. Ich würde aber sagen, dass wenn die Frau, egal ob in der Beziehung oder davor, nicht damit umgehen kann, dass sie nicht auf dem Thron sitzt und von dir ein Leben aus Zuckerguss serviert bekommt, dann ist sie wahrscheinlich auch nicht kompatibel und vermutlich auch nichts, in das man sehr viel Zeit, Aufwand und Geld investieren sollte. So when should you make this change? Well, how about today? If you're headed down this path, but you're not too far gone, then there's no better time than right now to reverse course and reclaim your future. But if you have traveled pretty far down this path, like the man who gave up the promotion, I can understand where you'd be hesitant. Men will stay in these situations indefinitely, knowing that if they change their behavior and start being more assertive, that it could lead to a divorce. They know that as miserable as their women are making them right now, they're going to have the power to make them 10 times more miserable while they're divorcing. But here's the thing. Men who are trapped in these situations usually end up making some kind of change eventually anyway. They just wait until there's a crisis or until they can't stand to look at themselves anymore. And so one possibility is to skip that whole waiting process and to start making the change today. Sehe ich auch so. Am besten fährst du immer, wenn du von vornherein dein Terrain absteckst und die Frau wissen lässt, was sie erwartet, was du tolerierst und was du nicht tolerierst. Eine Art sozialer Vertrag also, den du mit einer Beziehung eingehst. Das ist nicht nur die normalste Sache der Welt, sondern du ersparst dir damit auch jede Menge Ungemach.